Ja, moin Leute und willkommen zurück zu Dawn of War Winter Assault. Bei der letzten Mission haben wir sowohl das Chaos als auch die Orks gespielt. Und jetzt scheint es so, als wenn wir, glaube ich, nur das Chaos spielen. Mal gucken. Mit der überraschenden Ankunft der imperialen Armee und der Entdeckung eines gefallenen Titanen begann die Besessenheit des Chaos-Generals Krulls, diese Kriegsmaschine zu besitzen. Trotz seines Misstrauens gegenüber den Hexern und ihrer widerwärtigen Magie wird er sie einsetzen, um genug Opferblut zu erhalten und so den Titanen seinem Willen zu unterwerfen. Okay. Währenddessen wächst Gorgoths War mit jedem Kampf. Aber auch die Lust der Orks auf Schädel wächst. Gorgoths nennt man auch Schädeljäger und er hat es ganz besonders auf den Schädel des imperialen Generals Dunn abgesehen. Mensch, ich habe irgendwie Frosch im Hals. Aber gut. Fangen wir mal an. Also, es scheint mir so auch, als wenn wir uns auch hier bei der Kampagne zwischen zwei auswählen müssen, also zwischen Chaos und Orks. Oh. Zu viele! Es sind einfach zu viele! Habe noch nie so viele auf einmal gesehen! Rückzug! Rückzug! Das ist es, Boys! Tötet sie! Und lass sie in einem Meer aus ihrem eigenen Blut warten. Das hier ist ein War. So soll es sein. Mit mir als War-Boss. Was ist mit Stern-Boss? Kann ich ihn töten? Zum Beweis, dass ich ein guter Ork bin. Nein! Stern gehört mir. Ich will seinen Kopf. Was ist an seinem Kopf so besonders? Es geht um seinen Schädel, du Idiot. Ich würde doch bescheuert aussehen, wenn ich meine Trophäenstange mit seinen Füßen schmücke, oder? Ich bin wirklich bescheuert. Ich hätte die Antwort wissen müssen. Ja, Orks mal wieder in der Nutshell. Aber scheinbar spielen wir doch die Orks. Okay. Und danach wahrscheinlich wieder das Chaos. Also, die letzten Mal nur umgekehrt. Ah, Orks. Moin. Oh, da ist sogar ein krasserer Ork-Trupp. Ein paar Panzerbikes. Okay. Ah, ich könnte die sogar aufbessern. Will ich mal lieber nicht machen, weil dieser Artilleriebeschuss, der schadet meiner Welle von Orks, glaube ich, ein bisschen mehr, als er gut tut. So. Wir sollen hier hin. Das ist wahrscheinlich die einfach nur die Straße runter, ne? Oh, da sind Ogrins. Und ein Sentinel. Den Sentinel muss ich zuerst kaputt machen, sonst macht er hier. Ah, der macht schon meine Panzerbike so gut wie kaputt. Das ist ärgerlich. Da ist er kaputt. So, da sind Ogrins, die weg müssen. So, hier sind noch Imperiale, überall sind Feinde. Aber das Problem ist, ich habe ja keine Ork-Ressource. Da habe ich ja letztes Mal von ein bisschen gesprochen. Also ich glaube, in der ersten Folge war das. Und diese Ork-Ressource, also in der ersten Folge, Entschuldigung, in der ersten Folge von der Ketzer-Kampagne. Und ich kann also keine Orks nachrekrutieren. Also ich muss ein bisschen das nehmen, was ich hier kriegen kann, ne? Ist ein bisschen kacke, muss ich sagen. Okay, da ist auch noch ein Sentinel, der weg muss. Aber der macht halt. Ja, Sentinels sind halt gut gegen Fahrzeuge so, ne? Okay, jetzt habe ich hier eigentlich nur noch. Oh, Schrotteinheiten hier rumfliegen. Naja, auf uns wird geschossen. Schlimm. Erstmal muss der Leavenross hier weg. So, und dann können wir uns hier drum kümmern. So, hier werden die niedergemacht. Oh, da ist hier General Stan. Der will doch hier Gorgoths so unbedingt haben. Dann soll er sich den mal gönnen. Der Rest gönnt sich hier das Hauptquartier. Obwohl, erstmal vielleicht den Höllenhund hier. So, und der wird jetzt hier schön weggemetzelt. Zack, da ist er tot. Oh! Okay. Bloi.
Der hat sich einfach killen lassen. Alles klar. Gut. Stern ist tot. Da hier ist sein Schädel auf meine Trophäenstange. Hier ist noch Platz für dein Schädel, Qual. Sei vorsichtig mit meiner Trophäe, Gorgatz. Ich werde sie schon bald von deinem Kadaver an mich nehmen. Ich bin bei den Blutgruben angekommen, mein Lord. Was soll ich nun tun? Dann fahr fort. Je schneller wir das Blut zusammen haben, um Korn zu beschwichtigen, desto eher gehört der Titan uns. Aber bevor du gehst, exekutierst du diesen verächtlichen Space Marine. Er widert mich an. Ah, du bist hingefallen. Weg mit dir. Ja. Yeah. Gruben sichern. Ich habe ganz schön viele Ressourcen, aber ich mache nicht viele Ressourcen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Zu Ruhm und Ehre! Ruhm und Ehre. Zu Ruhm und Ehre! Feinde der dunklen Götter! Yeah. Bilde hier nochmal einen Chaos Space Marine Trupp aus. Wir haben hier drei Prädatoren. Okay, dann kommt einer da. Einer dahin. Einer hierhin. Nein, nicht alle drei. Was soll denn das? Ich hab doch gar nicht Doppelklick gemacht. Was soll denn das wieder? Ah, schwierig. Okay. Und ihr sorgt ein bisschen dafür, dass das hier hält, wa? Okay, wir haben ja auch ein paar Ketzer. Das hatten wir doch in der imperialen Kampagne auch, dass, wenn wir so Trupps übernommen haben, immer meistens nur einer gefehlt hat, oder täusche ich mich, oder erinnere ich mich da irgendwie falsch. Aber ich habe das so in Erinnerung, dass wir irgendwie bei den Imperialen auch immer nur einen Soldaten weniger hatten, jetzt bei dem Chaos auch. Finde ich irgendwie interessant. So. Dann baust du erstmal das da. Okay, gucken wir mal bei den Zielen. Kontrollpunkte einnehmen, das mache ich ja schon. Vorbildlich. So. Ja, bilde am besten nochmal einen Chaos Space Marine Trupp aus, weil man kann da nie genug von haben. Und noch habe ich die Ressourcen. Ich mache nicht viel Plus, also da muss ich echt auch ein bisschen aufpassen. Aber ein bisschen Plus mache ich ja. Schon erledigt! So, und dann kannst du danach hier hin. Dann wieder zurück zur Basis. Meister für die dunklen Götter. Ich muss die Opfer für die Blutgruben vorbereiten. Und diese willensschwachen imperialen Soldaten sind perfekte Opfer für Korn. Dafür müsste ich sie zuerst kontrollieren. Hm? Ich soll dahin und mir imperialer Infanteristen snacken. Okay, aber erstmal will ich hier mal ein bisschen meine Basis aufbauen. Also ich weiß ja nicht. Das heißt ja, ich soll das auch verteidigen. Also denke ich mal, kommen hier Angriffe. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es ist jetzt irgendwie so aus dem Kontext heraus, würde ich das so verstehen. Kontrollpunkte einnehmen, die imperiale Basis einnehmen. Okay. Ja, also ich soll nur die imperiale Basis auskundschaften. Ich soll hier gar nicht irgendwie was mehr machen. Ah, Missionsziel hinzugefügt. Einem Geschützturm bauen und eine Maschinengrube. Mach ich doch. Ich werde ihre zerbrechlichen Knochen zerschmettern und mich an ihrem Blut laben. Ja, wir werden schneller. Die dunklen Götter wachen über. Okay, alles klar. Dann muss ich erstmal die Basis hier verteidigen. Oh, da werden die Kultisten abgemetzelt. Da sind die Kultisten auch schon tot. Das ging ja schnell. Ah, nee, einer lebt noch. Ja. Lebt er noch? Oder lebt er nicht? Ja, doch, er lebt noch. Lasst mich in Ruhe.
Okay, oh, ich kann die auch aufbessern. Nice, mache ich da mal direkt. Hier bei allen Vieren direkt. Dann fließen die Ressourcen aber richtig, du. Eieiei. So, und dann kann ich ja hier auch mal gleich direkt eine Rüstkammer bauen, würde ich sagen. So, hier geht irgendwie nicht, ne? Ah, da ging es gerade. So. Ah, viel Platz habe ich hier oben nicht, muss ich sagen. Aber gut. Okay, jetzt habe ich hier meine Maschinengrube. Ich kann hier auch tatsächlich weitere Prädatoren ausbilden. Und Geißel. Ja, was sind die? Ah, sie sind gegen Infanterie und Stellung. Ich achte die Notwendigkeit solcher Aufgaben. Aber wir müssen das Schlachtfeld auskundschaften. Infiltrierte Kultisten werden sich dessen annehmen. Okay, dann bilde ich mal Kultisten aus. Ah, lol, ich muss hier erstmal ein Truppenlimit erhöhen. Ja, mache ich. Meister. So, und dann hier, ihr. Okay, aber Fahrzeuglimit ist sowieso schon weit als übertroffen, weil ich hier Prädatoren rumstehen habe. Aber zur Verteidigung, denke ich, sind die ja auch ganz gut. Was wollt ihr? So, rasender Angriff. Warte mal, mit Kultisten kann man sich doch unsichtbar machen. Irgendwie sowas. Wo haben wir denn Trupp? Kann ich das schon? Wer meinen Weg kreuzt, nee, kann ich nicht. Aber war das nicht in dem hier? Rasender Angriff, nein. Ich guck mal, ob das hier drin war. Ich forsche mal alles Mögliche. Weil, wenn ich das auskundschaften soll, ich denke mal, auf dem Weg dahin wird irgendwas sein. Und vielleicht kann ich das... Ne, die kann ich aber infiltrieren. Warum? Ach, weil der General drin ist. Ach. Ja. Ja, schön die Chaos Space Marine Trupps hier aufwerten und dann haben wir hier nämlich eine gute Verteidigung, würde ich sagen. So, jetzt habe ich schon fast keine Ressourcen mehr, aber jetzt mache ich immerhin Plus. Also das ist ein gutes Plus. Das ist ja eher das Entscheidende, dass ich ein gutes Plus habe. So, und ihr könnt euch unsichtbar machen. Und dann latschen wir da mal hin. Mal gucken, ob das Sinn macht. Ich weiß es nicht, aber es ist so. Ziel imperialer Basis auskundschaften. Schickt den Hexer, damit er die imperiale Basis in der Nähe auskundschaften soll. Dort würde er es... Ach, den Hexer soll ich schicken. Chaos. Na gut. Ist die einzig wahre Antwort. Ich kann ja trotzdem mit dem mal vorauslatschen. So, wenn ich den Hexer vorschicken soll, schick den. Gucken. Weil eigentlich will ich den Hexer nicht verlieren, ne? Der kann. Nee, das sind auch Gegner. Das ist ja komplett doof. Also vielleicht muss ich das. Also ich gehe erstmal mit den Kultisten hin und gucke, ob das reicht. Antwort. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech. Dann muss ich halt mit dem Hexer dahin. Hier, da sind imperiale Gardisten. Oh, lol. Blutgrube füllen. Mache ich das denn? Ah, ich muss scheinbar hier die drei Basen einnehmen. Okay, alles. Also erstmal die. Oh, da sind. Ich hab's gesehen. Da ist ein Basilisk. Haben wir. Sehe ich doch. Habe ich doch richtig gesehen. Gesundheit ist kann. Ja, das brauche ich alles nicht. Ich brauche Horrors. Aber die kosten aktuell sehr viel. Hier sind aber Orks, habe ich gesehen. Oh. Ja, ich sehe es. Ich werde ihre zerbrechlichen Knochen zerschmettern und mich an ihrem Blut laben. Denn hier sind ja zwei Kommandoposten, war gerade meine Idee. Die kann ich ja mal einnehmen und dann weitermachen, ne? Aber das sind halt auch Ork-Leute, also die muss ich ja erstmal wegkriegen vielleicht. Ich fühle, wie der Warbraum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz zum Feind. Okay, aber ja, die Ressourcen kommen nicht wirklich schnell rein, muss ich sagen. Das hatten wir doch in der einen Mission auch schon gehabt. Also, dass die Ressourcen so mega lange dauern, bis die halt reinkommen. Aber okay, ich meine, ich habe 4 Kommandoposten, bei alle auf Tier 2. Das ist eigentlich, es ist nicht wenig, also... Hatten wir das in einer Mission? Ja, ich glaube, mit den Imperialen hatten wir das, ne? Als wir die Stellung gegen die Orks verteidigen mussten. Da kam die Rate auch super langsam. War auch irgendwie super. Mensch. Aber mal gucken. Vielleicht kann ich hier den Kommandoposten Sneaky holen oder so. I don't know.
Weil, guckt euch das an, wie langsam die Ressourcen reinkommen. Das ist ja, also... Ich meine, ich habe die Zeit, aber ich will das Video eigentlich nicht so lange machen. So, machen wir hier mal den Nahkampfschaden höher. Jetzt können wir dann einmal die Fähigkeit mal nutzen. Okay, hat wunderbar geklappt. So, da ist noch der... Ja, den Orkus in Mega-Rüstung. Den muss ich auch irgendwie wegkriegen. Okay. Nee, der ist zu stark aktuell. Für normale Chaos Space Marines ist der zu gut. Der hätte mich den einen schon weggemacht. Okay, Predator, der könnte mir helfen. Vielleicht. Nutzen wir mal hier die Truppen, die wir haben, und dann machen wir den weg. Ja. Wo ist er? Ah, da. Oh, da. Nee, da ist auch noch ein. Nee. Rückzug, Männer. Da ist auch noch ein. Da ist auch noch so ein Dings. Ein Killerbot. Und mit schweren Boltern mache ich dann nichts. Okay, schade. Weil ich weiß nicht, der Predator ist ja erstmal nur gegen Infanterie, oder? Weil der hat ja keine Laserkanone oder sowas. Effektiv gegen Infanterie, genau. Schwerbewaffnet. Durch Verbesserungen gegen Fahrzeuge. Aber okay, er ist halt nicht verbessert. Ja, das ist. Das ist natürlich ärgerlich. Dann würde ich erstmal Horrors ausbilden, weil die sind effektiv gegen Fahrzeuge. Okay, muss ich noch irgendwas machen für meine Basis? Nee, ne? Nö. Muss nur die Blutgruben füllen. Okay, hier ist scheinbar irgendwie eine Basis. Und da oben ist irgendwie eine Basis. Und hier unten. Aber hier unten weiß ich wenigstens, dass da Basilisken sind. Ergo, wahrscheinlich brauche ich Horrors sowieso. Die dauern halt auch tatsächlich ein bisschen, bis sie ausgebildet sind. Vernunft ist was für Schwache. Ich kriege echt langsam Ressourcen rein, muss ich sagen. Also plus 133. Ich weiß nicht, ob das in den späteren Teilen einfach nur anders verrechnet wurde oder sowas. Weil die Zahl ist, glaube ich, dieselbe, aber das ist ja schlimm. Kannst du dir ja nicht ausdenken. Okay, kann ich die noch? Nee, sind schon fertig, genau. Jetzt komm her. Ja, wunderbar. So, damit sollte der Killerbot kein Problem mehr sein. Und auch der Orkboss nicht. Chaos ist unser Meister. Wir werden angegriffen. Chaos ist unser Meister. Die Eldar wagen es, meine Basis anzugreifen. Zieh doch mal weg da jetzt. Wunderbar. Jetzt hier den. Na, erstmal die Orkboss in Mega-Rüstung. Die Horrors kümmern sich um den Killerbot. So, und hier greifen die Elder gerade an. Das ist mehr als unpassend, dass die ausgerechnet da jetzt angreifen. Ah, der ist ein bisschen angeschlagen, wa? Wollen wir den mal ein bisschen reparieren? So, schaffen die das hier? Ja, wunderbar. Also die Horrors machen gar nicht so viel Schaden. War das, ist das irgendwie anders? Nee, effektiv gegen Fahrzeuge. Davon merke ich aber nichts. So, dann macht man hier höheren Schaden im Nahkampf. Oh, Leute. Ich dachte, die Horrors wären viel, viel besser im Fernkampf gegen... Okay, machen wir das hier nochmal hier. Okay. Sollte nur gegen die mächtigsten Gegner eingesetzt werden. Okay. Effektiv bei Distanzangriffen. Ineffektiv im Nahkampf. Okay, wird direkt auf dem Schlachtfeld beschworen, teleportiert. Effektiv gegen Fahrzeuge. Ja, davon habe ich aber echt gar nichts gemerkt. So, vielleicht muss ich hier auch nochmal die Imperialen wegklatschen. Aber dass sie effektiv gegen Fahrzeuge sind, das habe ich nicht so gemerkt. Also vielleicht war das auch einfach nur ein bisschen unglücklich jetzt. Sollte nur gegen die mächtigsten Feinde vor allem verwendet werden. Also so stark sind die Horrors jetzt nicht, muss ich sagen. Okay. Wie komme ich denn überhaupt, das muss ich wahrscheinlich wieder ausspionieren, ne? Mit den Kultisten. Hört ihr auch diese Stimmen? Wie ich da hinkomme zu der Basis. Obwohl, euch kann ich ja mal wieder zurückschicken.
Weil euch teleportieren wäre super gut gegen die Artillerie, weil dann kann ich immer schön so, naja, so von hinten reinballern lassen. Aber das reicht mir auch aktuell noch nicht, was armeetechnisch hier angeht. Ja, die Mission dauert ein bisschen, ne? 20 Minuten sind wir schon. Und ja, die Ressourcen fließen nicht so wirklich. Ja, es ist schneller geht es scheinbar nicht. Aber hey. Hört ihr auch diese Stimmen? So, und wenn die da reingehen, kann ich sie halt wieder teleportieren. Aber aktuell mit Basilisken da jetzt noch irgendwie. Weiß ich nicht. 990. Ah, dann erstmal. Hey, ich hab doch 90. Hä? Ist irgendwer hier noch in der automatischen Ausbildung oder sowas? Ah, ja, 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 ja. Ah, ich hab mich schon gewundert. So, hä, was ist los? Hä, komm. Ich will jetzt hier mit dem Boy hier mal hier das Ding hier ausbauen. Danach kannst du mir. Das Ding da ausbauen. Ja, wir werden schneller arbeiten. Das würde ich doch hoffen. Aber ja, also das ist ja absolut nicht ausreichend, um so eine Stellung zu stürmen. Also hier gegen die paar Orks hat es jetzt gereicht und selbst da war es schon knapp. Aber was ist halt erst, wenn Basilisken da sind? Ist halt die Frage, kann ich die Chaos-Predatoren aufbessern? Ja, theoretisch könnte ich das wahrscheinlich. Anzugreifen. Ich werde ihre zerbrechlichen Knochen zerschmettern und mich an ihrem Blut laben. Ja, solange es halt nur solche popligen Angriffe sind, muss ich mir da ja keine Sorgen machen. Ein Trupp von euch kann ja hier mal den Kommandoposten einnehmen. Ich weiß zwar nicht, wenn die Elder von da kommen, ist es vielleicht nicht so die beste Idee, aber ja, warum nicht, ne? Konstruktion abgeschlossen. Ja, dann kannst du ja mal direkt das Ding ausbauen. Ich glaube, vier Stück. Ja, es ist, Chaos Space Marines sind genauso wie Space Marines ja auch schon recht ressourcenfressend. Hier komme ich wahrscheinlich zu dem Punkt hier, ne? Vermute ich mal. Aber wie gesagt, das will ich eigentlich mit Kultisten spotten. Deswegen bilde ich hier mal welche aus und guck mal, wo der Weg hier hin ist. Hier unten. So, und hier auch nochmal. Oh ja, Chaos ist mächtig. Das. Ah. So. 265 brauche ich. Zack. Da sind die Kultisten. Die mache ich mal eben unsichtbar und schicke die hier rein. Gucke einfach mal, was hier ist. Und jetzt? Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. So ist das also. Na dann, weiß Bescheid. Ne? So, jetzt gleich brauche ich nochmal 90 hier für die für den Kommandoposten. Also ich muss ja irgendwie an Ressourcen kommen, das dauert ja super lange. Ihr seht es ja oben. Es dauert halt wirklich super lange. Das ist krass. Okay. Ja, Basilisk 1, genau. Basilisk 2. Uiuiui. Hast sogar noch einen Lehman Russ? Okay, also die Horrors waren definitiv keine schlechte Investition. Wie ist euer Wunsch? Okay, Ziel. Ist das jetzt schon durch? Oder muss ich die hier ausschalten? Soldaten kontrollieren? Letztlich Fähigkeit Soldaten. Ah, des Hexers. Ah, ja, ja, ich muss das mit dem machen, wa? Meine Fähigkeiten ja. Euch ist halt die Frage, ob ich den hier rein teleportieren kann. Und dann so Soldaten kontrollieren machen kann. Ist halt die Frage, ob das geht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Muss ich ehrlich sagen. Klickt auf den Hexer, sobald dieser in Richtung in der richtigen Position ist, um gegnerische Soldaten zu kontrollieren. Ja, ist halt die Frage, ob damit auch die Basilisten gemeint sind. Erstmal das hier ausbauen, dann das hier auf Auto.
Okay, also er braucht wahrscheinlich. Ah, nee, da ist er. Er braucht wahrscheinlich ein bisschen, was er da ist. Ne? Die dunklen Mächte. Wie weit kann er sich denn teleportieren? Oh, nicht so weit. So soll es sein. Na, das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, mal gucken, wie weit er hier reinkommt. Wenn das euer Wunsch ist. Die Schwachen schlagen zurück. Die uralten Mächte des Chaos stehen zu eurer Verfügung. Okay, nee, die Basilisken muss ich, glaube ich, ausschalten. Anders wird das sonst nix. Ja, ja, also der kommt ja gar nicht voran. Aber wie schalte ich die Basilisken effektiv aus? Das ist die Frage. Mit Geiseln, ne? Da stand irgendwas mit Stellung. Ja. 150 kosten die. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Also, naja, besser als nichts, aber. Die Eldar wagen es, meine Basis anzugreifen. Ich werde ihre zerbrechlichen Knochen zerschmettern und mich an ihrem Blut laben. Mhm. Dann mach das mal. Viel Spaß. Mein Leben ist verloren. Ich versuche, euren Willen zu erfüllen. Okay, bauen wir mal zwei Geißeln. Das habe ich vergessen. Aber gut, jetzt habe ich die Ressourcen dafür ausgegeben. Das ist schon mal gut. Also, man kann, wenn man es natürlich wieder zurücknimmt, kann man die Ressourcen auch wieder zurückbekommen. Aber wenn ich das jetzt hier mache, dann kann ich eventuell Geißeln ausbilden. So. Ich meine, ich habe 9 von 2. Ich weiß jetzt nicht, wie viel so eine Forschung bringt. Steht das hier dran? Je höher der Fall. Nee, das Fahrzeuglimit liegt fest. Nee. Okay, schade. Ja, das ist ärgerlich, dass das so mega lange dauert. Okay, aber mit dem Ketzer, Ketzer sag ich schon. Kommst du hier so sneaky dran vorbei? Kann ich ja mal. Das ist halt schwierig. Wenn ich den rein teleportiere, ist er erstmal drin. Na, dann mach ich nichts. Ah, es ist. Nee. Ich glaube, das wird so nichts, weil die Basilisken mich halt sehen. Bin ich. Ah, okay. Das Fahrzeuglimit hat nicht so viel gebracht. Okay, aber ich. Forsch das mal und dann. Es ist so, als ob 1000 Stimmen vor Schmerz schreien würden. Ja, womit kann ich da. Das ist schwierig. Ich kann auch keine Rhinos ausbilden, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, nee, kann ich nicht. Bin doof. Ja, das tut mir leid, dass es hier das so mega zieht, aber naja, ich will das ja auch schaffen, ne? Ich hier. Also das Problem ist halt, wenn ich jetzt da einfach nur reinlatsche. Dann könnte die Gefahr bestehen, dass ich es halt nicht schaffe und sich das dadurch noch länger zieht. Also das wäre halt kacke. Aber mit Geißeln könnte das, glaube ich, klappen. Geißeln, ich meine, die sind so ein bisschen dazu da, so Stellung zu räumen. Die Chaosgötter sprechen zu mir. So, und dann bauen wir hier schicken da nochmal einen Predator hin und dann sollte das eigentlich gehen. So eigentlich. Genau, und du auch. Und dann sammeln wir uns hier für einen Angriff. Du kannst. Ach, weiß ich nicht. Ist ein bisschen im Weg, ne, muss ich sagen. Ah, du kannst eigentlich mal so einen Trupp rein und dann die Keks freuen. Nicht verzichten. So, da haben wir alles. Dann rücken wir mal vor. Ich darf die Horrors nur nicht vergessen, die hier drin noch warten. Okay, die Geiseln verlieren extrem schnell an Leben. Uiuiui. Okay, Chaos Hexer, komm mal her. Ach, du bist schon fast da. Chaos Hexer, teleportier dich. Ja. So, und dann machen wir mal dieses Soldaten übernehmen.
zerbrechlichen Knochen zerschmettern und mich an ihrem Blut laben. Weiß nicht, hat das geklappt? Weiß es nicht. Soldaten kontrollieren? Nee, hat nicht so ganz geklappt. Muss ich das auf einen Trupp machen oder so? Kontrolliere nun die imperialen Soldaten mehr. Sie tun jetzt. Es ist ein guter Schmerz. Jetzt habe ich die Horrors doch vergessen. Naja, machst du nix. Chaos. Okay. Kann ich das auch auf dem Panzer machen? Nein, das geht nicht. Ich kann diesen Truppentyp nicht kontrollieren. Es geht nur auf Infanterie. Okay, alles klar. Zu eurer Verfügung. Okay, das war jetzt ein richtiger Schuss in den Ofen, muss ich sagen. Meine Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. Okay, aber ist das denn jetzt hier gegessen? Nee, nicht so ganz. Also scheint mir nicht so ganz gegessen zu sein. Also da sind da imperiale Infanteristen. Mit denen kann ich das ja ganz immer versuchen. So, hier schaltet das mal aus und du nimmst mir den Druck. Okay. Sie tun jetzt alles, was ich will. Mhm. Ich kann jeweils nur einen Trupp kontrollieren. Ein Trupp, sagst du also. Mhm. Dann Soldat opfern. Den einen Typen, ja moin. Da scheint hier noch Demon Rust zu sein. Können die eigentlich, by the way? Ne, können die nicht. Wir stehen unter Beschuss! Okay, den einen Soldaten kann ich da also opfern. Das ist ja... Okay, aber dann weiß ich wenigstens, ich muss so ein bisschen All-In-mäßig da reingehen. Alles klar. Das Problem ist halt eher, dass ich halt jetzt kaum noch die Truppen hab. Ich habe halt eher das Problem, dass ich halt, wie gesagt, kaum Ressourcen reinkriege. Okay, aber das dauert so ein bisschen länger wahrscheinlich. Meine Fähigkeiten stehen. Okay, wie viel muss ich denn Soldaten opfern? Bringt die Soldaten zurück in die Blutgruppe? Ja, okay, mache ich. So, komm mal her. Und dann wirst du geopfert. Benötigte Opfer 4. Es dauert also, bis man hier... okay, verstehe. Okay, das ist hart nervig, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich ja halt schon alles ausgelöscht, wa? Naja, ich glaube, er braucht auch sowas wie eine Art Leibgarde sozusagen. Frauen Berserker sind da, glaube ich, schon nicht schlecht.
Soldaten kontrollieren. Ah, aber ich hab jetzt echt Schiss, ne? Weil die hier so abgemetzelt wurden. Dass sie jetzt sagen, ja, nö. Reicht mir jetzt. Mächte des Kein Bock mehr. Chaos stehen zu eurer Verfügung. Ja. Wenn das euer Wunsch ist. Uff, so. Drei. Ach du Scheiße. Damit waren wirklich Trupps gemeint. Ach du Scheiße, Leute. Ich habe eine Idee. Ich werde das Ganze... Ich glaube, ich werde das Ganze cutten. Ja. Ja, ich werde das Ganze cutten. Vielleicht werde ich das an der Stelle hier cutten. Also, dass ich halt wirklich euch zeige, dass ein imperialer Infanterietrupp hier geintet hat. Und der zweite, der wurde geopfert, aber halt dann gilt nur als einer, nicht als zwei. Ich gehe mal hier hin. Vielleicht sind hier noch Leute, die sich opfern lassen wollen. Okay, also ich mache einen Cut wahrscheinlich. Irgendwo mittendrin wahrscheinlich. Und dann sehen wir uns, wenn wir das letzte Opfer machen. Also bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Und habe jetzt den letzten Trupp, wie ihr seht, rangebracht. War ein Krampf. Ihr seht ja auf der Karte, ich bin ein bisschen vorgerückt und habe das gemacht. Aktuell bin ich bei einer Stunde irgendwas. Oh, holla die Waldfee, sag ich da nur. Eine richtige Krampfmission. Nein! Die Eldar haben einen Avatar beschworen. Nun müssen wir schnell handeln. Hexer, hör zu! Zieh dich zu den Blutgruben zurück und bereite dem Avatar einen gebührenden Empfang. Oh lol, es geht sogar noch weiter. Es geht sogar noch weiter. Das ist natürlich richtig krasser Ding. So ein richtig krasses Ding. Weil damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Vor allem, warum habe ich jetzt überall so keine... Okay, euren Hexer opfern. Alles klar. Ja, dann... Rein. Okay, ist es jetzt vorbei, oder was? Ja, Kontrolle komplett in irgendwas. Also so lange muss ich den Kram hier halten. Das ist ja frech. Also jetzt muss ich das Ganze hier noch 2 Minuten halten. Also die Mission, das ist wie so ein richtig ekliges Kaugummi, was schon seit 2 Jahren unter so einer... unter so einer Bank oder sowas rumliegt oder so. Also rumklebt, ja eher. Das ist ja, also, echt. Und hier, ne, die Dämonen soll ich ja nur gegen den also, die Beschreibung. Effektiv, ne, eine grausame Kreatur, ne, ne, wo war das denn? War das nicht die? Eine grausame... Hm. Oder war das der Chaos-General, wo ich drüber gehabt bin? Irgendwo stand das doch mit der krassesten... Da werden jetzt die Elder abgemetzelt. Ich weiß auch nicht, warum die so mich so richtig hart ignorieren. Was ist denn mein Ziel? Den Avatar vernichten, den Avatar töten. Bringt euren Blutdämon in Nähe des Avatars und setzt die, seine Fähigkeit schlechter ein, um den Avatar zu vernichten. Aber ich habe da noch gar kein Blut. Wahrscheinlich kriege ich den in einer Minute, ja, aber da. Gucken.
Also, dass ich. Also, ich meine, 1 Stunde und 6 Minuten sind wir jetzt. Also ihr nicht. Ich hab's für euch halt hoffentlich gut geschnitten. Wir werden angegriffen! Aber, naja, es ist halt krass. Also, wie lange das dauert. Jetzt kommen hier nochmal ein paar Elder. Okay. Meine Basis anzugreifen! Ich werde ihre zerbrechlichen Knochen zerschmettern und mich an ihrem Blut laben. So, dann hopsen wir da mal hin und setzen die Fähigkeit schlechter ein. Klickt auf die. Hey, jetzt nicht abhauen, was soll denn das? Also der latscht einfach mal komplett außen rum, oder was? Offensichtlich ja, der ignoriert mich ein bisschen. So. Der Blutdämon ist noch nicht nah genug. Nicht nah genug, meinst du? An den Avatar. Ja, jetzt ist er nah genug, oder nicht? Holy shit. Verflucht sollen sie sein. Wir haben zu viel Blut verschwendet, um den Blutdämonen zu beschwören. Nun benötigen wir mehr, um Korn zu beschwichtigen. Eins sag ich dir, Hexer. Morgen werde ich den Eldar die Augen aus ihren Schädeln schlürfen. Es tut mir leid, mein Lord. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Sei vorsichtig, Hexer. Oder ich werde dich zur Rechenschaft ziehen und nicht die Eldar. Dann solltet ihr euren Blutdurst vielleicht mit Orkblut stillen, mein Lord. Gorgatz und sein Pack sammeln sich in der Nähe des Titanen. Vielleicht ist er bereit, um ihn anzugreifen. Gorgatz würde es nicht wagen! Ich werde dieser sogenannten Allianz überdrüssig. Ich will seinen missgebildeten Orkschädel als Trophäe. Wir werden zuerst den Titanen sichern, bevor wir uns um diese hinterhältige Schlange kümmern. Erst dann werden wir die Blutgrube mit Orkblut überfluten. Und dann wird der Titan endlich mir gehören! Okay. Ja, du, also irgendwie habe ich mit sowas gerechnet, dass jetzt noch irgendwie noch der Kampf um den Titan kommt, dass das jetzt noch nicht alles war. Aber Leute, holy shit. 1 Stunde und 10 Minuten bin ich jetzt hier schon dabei, die Mission zu machen. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe das für euch einigermaßen okay geschnibbelt. Ich bin gespannt. Also auch, wie lange es dann auch für euch wird. Weil ich euch ja auch zeigen will, dass die Opfer da erbracht wurden. Aber gut, wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Viel Spaß bis dahin und ciao.